Ein weiterer 3D-Drucker hat meine Werkstatt erreicht. Es handelt sich um einen CR10, der mir, wie die vorherigen Modelle auch, von dem Online-Händler Gearbest zur Verfügung gestellt wurde. Mit einem angegebenen Druckvolumen von 30x30x40 cm ist dieses Gerät für recht große Werkstücke geeignet. Der Drucker wird als Bausatz geliefert, der allerdings schon zu einem hohen Grad vormontiert ist, womit der Aufbau in etwa einer Stunde vonstatten gehen sollte. Die benötigten Werkzeuge wie ein Seitenschneider, zwei Schraubenschlüssel, fünf Sechskantwerkzeuge, ein Schraubendreher und ein Spachtel zum Entfernen der gedruckten Teile liegen dem Bausatz bei. Der Rahmen besteht aus Aluprofilen der Abmessungen 40x20mm und 20x20mm. Als Zierelemente sind orangefarbene Gummileisten in die Aluprofile eingefügt, die allerdings etwas streng nach neuem Gummi riechen. Kleine Kratzer sind in den Aluprofilen vorhanden, diese beeinträchtigen aber in keiner Weise die Funktion. Es müssen lediglich zwei der vormontierten Baugruppen miteinander verschraubt werden. An einer der beiden Verstärkungen befindet sich ein vormontierter Endschalter. Damit ist die Mechanik des Druckers schon fertig. Auch die Verkabelung ist extrem schnell erledigt. Alle Stecker sind beschriftet und verpolungssicher ausgeführt, womit Fehler in diesem Bauschritt fast nur vorsätzlich herbeigeführt werden können. Die Kabelstränge sind mit einer Ummantelung versehen, womit jeglicher Kabelsalat vermieden wird. Die Elektronik befindet sich zusammen mit dem Netzteil in einem robusten Metallgehäuse. Die Isolierung der spannungführenden Teile ist somit vorbildlich. Vor dem ersten Einschalten ist unbedingt der Wählschalter auf die entsprechende Netzspannung einzustellen. Die Achsen werden von kugelgelagerten Plastikrollen geführt, wobei die Führung des Druckbetts deutliches Spiel aufweist. Ein Blick auf die Unterseite zeigt, dass hierfür 6 Rollen verwendet werden, eine merkwürdige Anzahl, da die mittleren Lager immer irgendwie als Drehpunkt fungieren. Diese habe ich daher entfernt und zusätzlich die etwas locker angeschraubten verbliebenen 4 Lager korrekt angezogen. Nach diesem kleinen Eingriff ist kein merkliches Spiel mehr vorhanden. Die Z-Achse wird nur mit einem Motor über eine Gewindespindel auf der hier rechts zu sehenden Seite angetrieben, die andere Seite ist nur durch Rollen gelagert und wird mitgeführt. Per Hand kann diese Seite der X-Achse durch anheben und herunterdrücken um etwa 0,4 mm bewegt werden, was recht viel ist. Im Betrieb wirkt jedoch mehr oder weniger nur die nach unten gerichtete Schwerkraft auf die X-Achse. Wird der Schlitten über den Schrittmotor nach rechts, nach links, und wieder zurück nach rechts gefahren, so bewegt sich diese Seite um nicht mehr als 0,02 mm. Noch wichtiger in der Praxis ist aber, dass sich die beiden Messwerte auf der jeweils rechten Position um deutlich weniger als 0,01 mm unterscheiden, ein vertrauenerweckender Messwert. Über dem Druckbett befindet sich eine mit Kreppband beklebte Glasplatte, die von 4 Metallklammern an der beheizbaren Aluplatte befestigt wird. Das Druckbett kann über 4 Rändelmuttern justiert werden. Vor der ersten Inbetriebnahme sollte das Druckbett auf die niedrigste Position gebracht werden. Nach dem Zusammenbau sind neben den ausgebauten Rollen noch einige Schrauben übrig. Dem Bausatz liegt ferner ein Ersatz für den Baudenzug zum Extruder nebst Messinghülle und eine zweite Düse sowie eine Rolle Kreppband bei. Zeit fürs erste Einschalten. Auffällig sind die sehr lauten Lüfter, sowohl die beiden im Netzteil,
als auch der sehr hochfrequent pfeifende Lüfter am Hotend. Bedient wird der Drucker über einen Drehknopf und ein LCD-Display. Darüber kann der Motor der X und der Y-Achse angesteuert werden. Ebenfalls über das Menü können alle Achsen zu den Endschaltern gefahren werden. Vor dem Justieren des Druckbetts heize ich dieses auf 60 Grad vor, da sich die recht große Aluminiumplatte beim Erwärmen merklich ausdehnt. Der Druckkopf sollte beim Justieren des Druckbetts nur über den Drehknopf am LCD-Display bewegt werden, da, wie bereits gezeigt, die rechte Seite der X-Achse allzu weich gelagert ist. Ansonsten läuft die Justage wie üblich ab. In mehreren Durchgängen wird die Höhe des Druckbetts verstellt, bis im letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier zwischen Extruderspitze und Druckbett passt. Dem Bausatz liegt eine kleine Spule mit weißem PLA-Filament bei. Ich verwende hier allerdings eine 1 kg Spule mit blauem PLA, um für die Videoaufnahmen einen besseren Kontrast zu haben. Zum Füttern des Druckers mit dem Filament wird der Extruder zuerst auf eine Temperatur von 185 Grad Celsius vorgeheizt, und der Schlitten der X-Achse ganz nach rechts gefahren. Der CR10 verfügt über einen sogenannten Bowden-Extruder. Bei diesem Typ befindet sich der schwere Schrittmotor, welcher das Filament in das Hotend drückt, nicht auf dem beweglichen Schlitten der X-Achse. Zwischen beiden Bauteilen verläuft das Filament durch einen Schlauch, der meist aus Polytetrafluorethylen, einem sehr hitzebeständigen Kunststoff mit geringem Reibungskoeffizienten, besteht. Ist die Zieltemperatur erreicht, kann das Filament nach Drücken des Hebels am Extrudermotor eingefädelt werden. Auch hier das Filament so lange einschieben, bis an der Düse ein deutlich sichtbarer Strang Kunststoff austritt. Der Drucker ist damit bereit für den ersten Auftrag. Gedruckt wird eine auf der mitgelieferten MicroSD-Karte vorhandene Datei, der Kartenleser befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses. Nach dem Einführen der Karte muss diese initialisiert werden. Der Menüpunkt Change Card muss angewählt werden, bevor die SD-Karte entnommen wird, um Datenverlust zu vermeiden. Nach dem Initialisieren kann die gewünschte Datei ausgewählt werden. Der Auftrag beginnt, sobald die vorgegebenen Temperaturen von Druckbett und Hotend erreicht sind. Ich rate immer, als ersten Test eine mitgelieferte Datei zu drucken, da diese garantiert auf dem Drucker funktionieren sollte. Die Katzendatei hat mich aber einige Nerven gekostet, nicht weil der Drucker keine Katzen drucken kann, sondern weil die Parameter etwas merkwürdig gewählt sind. Der Strang Filament, der als erstes rund um den Druckbereich gelegt wird, um eventuell im Extruder vorhandene Luft zu verdrängen, ist sehr nahe an den Rändern der Grundfläche der Figur und somit von dieser anfangs nicht zu unterscheiden. Ferner wird die erste Lage des Druckes nicht mit einer höheren Schichtstärke gedruckt, um Unebenheiten in der Oberfläche des Druckbetts auszugleichen. Zusätzlich werden die ersten Lagen nicht als geschlossene Fläche gedruckt, wie ich es erwartet hatte. Damit sieht das Ergebnis nach den ersten beiden Lagen fürchterlich aus und ich habe den Druck dreimal abgebrochen, um das Druckbett und den Extruder nochmals durchzuchecken. Irgendwann habe ich den Drucker einfach gewähren lassen und nach einigen Lagen sieht das Ganze dann doch sehr vertrauenerweckend aus.
Schicht für Schicht entsteht das in der Datei gespeicherte Objekt. Die Figur ist als Hohlkörper ausgelegt, die Füllung beträgt 0%. Mit zunehmendem Druckfortschritt ist auch mein Vertrauen in die Fähigkeiten des Druckers gewachsen, schon jetzt sieht das Ergebnis sehr gut aus. Gedruckt wird mit einer 0,4 mm Düse, die Schichtstärke beträgt 0,12 mm und die Extrudertemperatur ist auf 200 Grad Celsius eingestellt. Zwischen den Ohren der Katze werden keine unerwünschten Fäden gesponnen. Die kurzen Druckpausen entstehen dadurch, dass das Filament immer ein paar Millimeter zurückgezogen wird, bevor der Druckkopf eine Lücke überspringt. Damit wird verhindert, dass geschmolzenes Plastik aus der Düse tropft. Nach etwa 3 Stunden und 35 Minuten ist die Katze fertig. Die anfangs von mir bemängelte raue Struktur der Unterseite hat eine Berechtigung. Die Figur lässt sich damit spielend leicht vom Druckbett lösen. Alle Details der Katze inklusive der chinesischen Schriftzeichen, die Glück wünschen, sind klar zu erkennen. Ein gutes Druckergebnis sollte aber keinesfalls auf Glück basieren, sondern auf Erfahrung im 3D-Druck sowie einer guten Mechanik und somit reproduzierbar sein. Als nächsten Druckauftrag habe ich daher ein Glied meiner Schleppkette zur Kabelführung auf die SD-Karte geladen. Die Schichtstärke beträgt 0,1 mm. Oozing, also das Nachziehen von Filamentfäden in den Zwischenräumen der Bauteile, tritt nur in sehr geringem Maße auf. Ein Vorteil des Bowden-Extruders besteht darin, dass die längs der X-Achse zu bewegende Masse relativ klein ausfällt. Damit kann der Schlitten stärker beschleunigt werden, was der Ausbildung der Filamentfäden entgegenwirkt. Beim Entfernen der fertig gedruckten Bauteile ist der beiliegende Spachtel sehr hilfreich, da die Haftung an dem Druckbett sehr hoch ausfällt. Auch die mit dem CR10 gedruckten Kettenglieder passen in die Schleppkette, deren weitere Teile mit einem Tronxi P802 und einem Anet A8 gedruckt wurden. Ein gutes Kettenglied könnte auf Glück basieren, viele Kettenglieder in gleichbleibender Druckqualität sprechen allerdings deutlich für den CR10. Mit einem Druckbett der Abmessungen 30x30 cm ist der Drucker zur Herstellung deutlich größerer Objekte geeignet. Hier entsteht ein Bauteil für ein Modellflugzeug. Die Grundfläche des Bauteils beträgt 8x25 cm. Als Füllmuster werden Honigwaben verwendet, der Füllgrad ist auf 10% gesetzt. Die Schichtstärke beträgt 0,3 mm, um die Druckzeit halbwegs in Grenzen zu halten. Schicht für Schicht entsteht ein Winglet, das nach oben gezogene Teil des Außenflügels. An der Hinterkante ist das Profil sehr dünn und hier ändert sich die Bewegungsrichtung des Druckkopfes sehr schnell, wenn der Endpunkt erreicht und der Schlitten der X-Achse in die Gegenrichtung beschleunigt wird. Diese Kante wird von dem CR10 sehr sauber gedruckt. Die Höhe des Bauteils beträgt 20 cm. Fertig ist das Flügelteil nach 20 Stunden Druckzeit, große Bauteile verlangen nach viel Geduld. Besonders an der Hinterkante des horizontal verlaufenden Flügelteils ist die Oberfläche sehr stufig ausgeführt, was mit der Schichtstärke von 0,3 mm besonders auffällt. Zu sehen ist, dass die Kanten der einzelnen Schichten schön parallel verlaufen, der Fehler im Design des Werkstücks zeigt, dass der Drucker gute Arbeit geleistet hat.
Am vertikalen Teil des Winglets ist die Profilform schön glatt. Hier verlaufen die Schichten senkrecht zur Oberfläche, womit sich die relativ geringe Druckauflösung wenig störend auswirkt. An der Hinterkante ist ein Absatz zu erkennen. Ein Blick auf die Datei in Slicer zeigt, dass dieser vorgegeben ist. Die Kante verläuft kerzengerade, was dafür spricht, dass der Rahmen des Druckers ausreichend stabil ist und kein nennenswertes Spiel in der Anlenkung vorhanden ist. Auch die Vorderkante ist schnurgerade ausgeführt, die Profilform sehr gut wiedergegeben. Das Gewicht des Winglets ist für ein Flugzeug allerdings deutlich zu hoch ausgefallen. Mehrere Parameter müssen im Design angepasst werden, um das Bauteil leichter zu gestalten. Der CR-10 bringt euch aufgrund seiner Abmessungen hoch hinaus. Das nächste Objekt ist eine Raketenattrappe. Auf dem Druckbett steht diese mit dem Triebwerk und vier Flügeln auf. Die Schichtstärke beim Druck beträgt erneut 0,3 mm. Die nur 6 mm dünnen Flügel wachsen Schicht um Schicht im Winkel von 69 Grad auf den Raketenkörper zu. Der Durchmesser der Rakete beträgt an der dicksten Stelle 75 mm. Das Objekt wird als Hohlkörper mit einer Wandstärke von 2 Lagen Filament gedruckt. Die Druckgeschwindigkeit der inneren Lage ist auf 60 mm pro Sekunde gesetzt, die der äußeren Schicht auf 40 mm pro Sekunde. Mit einer Höhe von 40 cm geht das Druckobjekt ans Limit des CR-10. Zu sehen ist, dass der Bowdenzug bei einer Druckhöhe von etwa 35 cm bereits den oberen Querträger des Rahmens berührt. Da die Raketenspitze nur wenig Bewegung längs der X-Achse erfordert, ist das nicht allzu schlimm. Auf die letzten 5 cm Druckhöhe sollte man aber nur im Ausnahmefall zurückgreifen. Nach 4,5 Stunden ist der Druck abgeschlossen. Die dünnen Flügel sind exakt gedruckt, die Kanten schön gerade. Der Raketenkörper ist kreisrund und die Oberfläche glatt, nirgends sind in den dünnen Wänden Lücken zu erkennen. Große Objekte mit einem Filamentdrucker maßhaltig zu drucken birgt viele Fallstricke und ist eine Frage des Werkstückdesigns, da der Kunststoff beim Abkühlen deutlich schrumpft. Mehr zu dieser Problematik gibt's auf meiner Projektseite. Es bleibt zu bemerken, dass der CR-10 ein rundum guter Drucker sowohl für große als auch kleine Werkstücke ist. Die Druckqualität hat mich in beiden Fällen überzeugt. Wer sich ein eigenes Urteil bilden möchte, findet auf meinen Seiten Fotos der gedruckten Beispiele in Originalauflösung. In diesem Sinne, danke fürs Angugeln und bis bald!